geht um den finalen Part meiner Top 50 Alben und es war wirklich, es war mal was anderes und es war spannend zu sehen. Ein paar Alben habe ich wiederentdeckt, die ich müsste ich in nächster Zeit mal öfters hören und so. Und es war schön, mal ein Special gemacht zu haben. Und schon mal vorweg, nächste Woche denke ich, also höchstwahrscheinlich nicht. Ich denke, es wird nächste Woche. Aber ich denke mal, kommt quasi, da fange ich dann an mit meiner Jahresbestliste. Aber erstmal möchte ich noch den finalen Part hiervon rausbringen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr konntet neue Sachen entdecken. Und ja, ich hoffe, den einen oder anderen habe ich ein paar neue Sachen nahebringen. Und ich freue mich schon aufs nächste Special. Und wollen wir nicht lang schnacken? Wir fangen an mit der Nummer 10. Und für mich persönlich ist es das beste deutsche Black Metal Album. Und ich hab's. Ich kenne es sogar relativ lange. Ich glaube, seit 2014 oder so kenne ich es. Lass mich nicht lügen. Wir haben. Ja, so 2014 könnte sein sogar. Also. Für meine Verhältnisse ist das lang und die Rede ist von World Without End von Katharsis. Ja, ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, der meinte, er findet die World Without End von Katharsis am schlechtesten von allen Katharsis-Alben. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, also nicht erstens, aber fangen wir mal an. Ich finde, die ersten Alben von Katharsis, also die 666 und die Crucifixion waren schon geil. Das war schon geiles Dark Throne Worshipping Deluxe. Das war Dark Throne, aber noch mal ein bisschen extremer so. Aber es war noch kein Quantensprung. Es war noch nicht so. Es war richtig geil, aber es fehlte noch dieses, was ein unsterbliches Album für mich ausmacht. So, und dann kam, und so im Nachhinein. Ne, ich habe die anderen Alben danach entdeckt, aber so da fehlt mir noch was. Und die World Without End nimmt das Dark Throne Riffing und verbindet das mit der Hysterie einer Band wie zum Beispiel Antaeos oder so und macht was komplett Krankes. Und ich glaube, die World Without End dürfte das hysterischste und das hysterischste und heftigste Black Metal Album aller Zeiten sein. Doch, vor allem in Deutschland. Und darüber hinaus, das Album ist so abgefahren, so hysterisch. Der Geschrei geht sowas von durch alles, weil der einfach so abgefuckt ist. Und das Riffing ist einfach sowas von akustischer Terror. Und die Songs sind einfach perfekt. Zum Beispiel der Titeltrack ist in seinem Spannungsaufbau perfekt. Die Songs leben von Abwechslung, aber es ist trotzdem nicht nur rot. Und das ist ein Album, was ich auch nicht oft hintereinander hören kann, weil es einfach, weil ich danach fertig bin, weil es einfach mich so dermaßen wegklatscht. Also dieses Album ist einfach in seiner Hysterie und in seiner Zerstörungskraft einfach beispiellos, finde ich. Ja. Also Katharsis World Without End ist radikalste Dark Throne Worshipping, was auf Antaeos, Hass und Hysterie trifft, auf ein bisschen Filzpick Dreck, also mein Lieblingsalbum. Und all dieses zusammen ergibt dieses grandiose Album und das ist für mich die Nummer 1 in Sachen deutschem Black Metal. Also da kam nichts vorher dran und da kommt nachher nichts dran. Und ich denke mal, mit dem Album das ist für mich so das Monument deutschen Black Metals. Das ist vertonte Hysterie, vertonter Wahnsinn und es ist einfach nur göttlich. Beziehungsweise teuflisch, muss man das so sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja, so kommen wir zu Nummer 9, ein Album, was deutlich Selbsthass der Filter, deutlich kaputter und deutlich widerlicher ist als eigentlich alles in Sachen DSBM, obwohl es selber kein DSBM ist, aber es ist da deutlich kompromissloser in seinem Selbstekel, in seiner Selbstverachtung. Und die Rede ist von dem Zeitprojekt vom guten Herrn von. Heißt der Jeff Wayne? Nein, Jeff Wayne, das war jemand anderes. Auf jeden Fall hier der gute Herr von Leviathan, die ja quasi Kultstatus in der Underground Black Metal Szene genießen.
mit denen ich allerdings nicht so viel, also ich finde die gut, aber nicht sehr gut. Anders sieht es aber mit seinem Zeitprojekt aus. Luca of Shell mit der Self-Title von 2005. Und dieses Album ist grandios. Es vereint so vieles. Es vereint, also in Emotionen, da steckt so viel Kaputtes drin. Es ist quasi die Vertonung, als würdest du in so einem komplett verfließten Raum aufwachen, wo die Kotze noch an der Wand ist und du quasi in deinem eigenen, in deiner eigenen Kloake aufwachst und quasi noch vom letzten Trip noch weg im Kopf bist. So ungefähr ist das Feeling dieses Albums. Das ist so richtig, das ist kaputt, das ist ekelhaft, das ist Großstadtmoloch, das ist Kanalisation, das ist von Black Metal, Gossen Black Metal trifft auf Ambient. Zum Beispiel der Song Valkyrie hat so ein bisschen was von Burzum, aber in komplett, also ohne dieses Romantische, was Burzum haben, dieses Natur, nicht weil die Natur besingen, aber dieses alleine in einem Winterwald sein und komplett nostalgisch zu werden, das fehlt hier. Dafür ersetzt man dieses durch eine versiffte Kanalisation, durch Schmutz, durch ja vollgekotzte Wände, und das ergibt so in etwa quasi eine pervertierte Version von Burzum ist zum Beispiel der Song Valkyrie, und der Gesang klingt so genial, dieses fast schon Death Metal-artige, aber irgendwie verzweifelte Röcheln und dann immer wieder so Chöre, die das richtig niederschmetternd machen. Und Luca auf Shell ist, wie gesagt, also die Sachen von seiner Hauptband hat mir, also sein Hauptprojekt Leviathan hat mir noch nie so viel gegeben wie dieses Album. Und mittlerweile, früher habe ich andere Alben bevorzugt, die mir immer noch sehr viel geben, Wolves in the Throne Room zum Beispiel oder Aggerloch oder Alder, alles großartige Bands, aber mittlerweile, so im Nachhinein, ist die Luca of Shadows mein liebstes Black Metal Album Made in America. Da kommt einfach für mich nicht dran, weil es einfach in seiner Atmosphäre so beispielslos widerlich ist. Und das erinnert mich sehr an mein Lieblingsalbum Filspeck von der Atmosphäre. Es ist quasi ähnlich, nur halt doch sehr ähnlich in der Atmosphäre, in den Emotionen, nicht in der Musik. Es ist kein Industrial, aber von der Atmosphäre, dieses Drogensuchtmäßige, dieses Selbsthasserfüllte, dieses sich nicht in den Spiegel schauen können, das vertont beide Alben großartig. Und die Luca of Shell ist ein richtig tolles Album zwischen finsterem Ambient und versifften Black Metal. Also wer wirklich Hoffnungslosigkeit und so erleben will, muss sich das leider einzige Album von Luca of Shell geben. Danach kam noch eine Collection mit so ein paar unveröffentlichten Kram raus, die ich leider noch nicht habe. Das regt mich ein bisschen auf, aber die will ich noch haben. Ja, aber leider gibt es nur dieses Album. Leider scheint ihm wohl Leviathan wichtiger zu sein. Ich finde Leviathan halt nicht ganz so gut wie das. Bei weitem nicht. Also, ne, ich finde ein paar Leviathan-Alben cool so. Aber das ist. Da fehlt mir noch nicht dieses Emotionale und vor allem, also dieses ganz tiefgehende Emotional und so ein bisschen die Eigenständigkeit. Und das habe ich bei Luca of Shellis. Also, Luca of Shellis ist für mich mein persönliches Fave-USBM-Album. Wenn wir den Terminus benutzen wollen, es geht nicht besser, finde ich. Ja, und jetzt kommen wir zu meiner meistgehörten Black Metal-Scheiben. Wir kommen nach Island. Nummer 7 ist die Flash Cathedral von Svarte Drage oder wie man die ausspricht. Ich habe keinen Plan. Hatte kein Isländisch. Die Flash Cathedral, das ist auch so ein Album, was ich damals aufgrund von einem 8,5-Punkte-Review im Rockhard damals blind gehört habe, weil ich damals alles aufgesogen habe, was Black Metal ist. Und dieses Album habe ich so oft gehört. Ich glaube, es gibt nicht viele Black Metal-Alben, die ich öfter gehört habe. Es ist so dieser eigenständige Island-Sound, der mich so fasziniert, der böse ist, ohne böse sein zu wollen. So wie eine Lovecraft-Geschichte, wisst ihr? Es will, also wie die Wesen in der Lovecraft-Geschichte, die sind so böse, weil sie eigentlich gar nicht böse sein wollen, sondern sie sind einfach da,
und zerstören nebenbei Sachen, aber sie tun das nicht, weil das ihr Ziel ist oder weil, wie ein schwarzes Loch zum Beispiel. Das ist nicht das Ziel von einem schwarzen Loch, andere Sachen zu zerstören. Es zerstört andere Sachen, weil es einfach da ist. Wisst ihr, was ich meine? Und so ungefähr ist das mit diesem Island-Sound. Es ist böse, ohne böse sein zu wollen. Es ist extrem, ohne es sein zu wollen. Und das macht diesen Sound so genial. Es hat, klar, es ist irgendwo entfernt, kann man Anleihen, so Despel, Omega und so. Boah, ich will den Namen nicht ständig nennen, auch wenn, ja klar, die Band selber wird auch noch vorkommen. Kein Ding, also so meine ich das nicht, aber die nehmen das und machen daraus irgendwie was komplett eigenes Isländisches halt, weil da irgendwie noch dieses Kalte aus Island mit reinkommt und irgendwie komplett eigen. Und die Flashkette besteht aus monophylistischen Riffs, die aufeinander geschichtet werden, wo dann ganz große Monolithen entstehen. Ein paar eingängige Momente, die dann quasi komplett konträr dazu stehen und dann, wo man sich so denkt, das passiert doch jetzt gerade nicht, wenn dann mal so eine schaurige Melodie inmitten dieses, ja, in dieses unangängigen schwarzen Lochs quasi sich da mitten auftürmt. Eine schöne Melodie, also nicht schön im Sinne von schön, aber eine Melodie, die da immer hängen bleibt und dann denkst du, und dann ist sie wieder weg, bevor du sie so richtig greifen konntest, bevor du die wieder komplett in die Finsternis wieder reingejagt wirst, und das macht dieses Album so großartig, die Dynamik, die Komposition, und es ist quasi das, was den modernen Island-Sound quasi vorweggenommen hat, beziehungsweise begonnen hat. Das ist wohl eher der passende Begriff. Und klar, andere Bands, Sin Mara, Worm, das hatte ich schon, oder auch Mysterming, aber auch nur da das Debüt, ist rein. Mit Z. Und so, das sind alles großartige Bands, aber das Album, was ich immer und immer wieder auflege, ist die Flash Cathedral. Wobei auch das neue Album grandios ist, die Revelations of the Red Sword. Und den Rest kann man sich auch geben, die EPs und so, das darf ich noch nicht alles. Ich habe leider nur die Full Length bisher. Ich muss mir noch die Demo und so holen. Was auch übrigens wieder einfach ist, ne, waren lange Zeit relativ vergriffen und waren so 50, 60, 70 €. Aber jetzt, dann, nachdem Ben das Album dadurch, dass sie das neue veröffentlicht haben, auch das alte wieder veröffentlicht haben, geht das wieder. Also die Flashkette kriegt man. Ich rede wieder zu viel, aber es ist ja jetzt noch eine Folge, dann kann, ein Teil, dann kann ich es mir auch erlauben. Ja, Platz 7 habe ich auch. Habe ich vor kurzem erst vorgestellt, weil ich mir erst vor kurzem das physische Release geholt habe. Aber ich kannte das Album, ich habe das schon so oft gehört und das war ein Album, was ich unbedingt haben wollte. Und das ist quasi die Cult of Fire, Ascetic Meditation of Death von 2013. Da werde ich mich ein bisschen kürzer halten, weil ich doch in dem einen Update-Video doch genau auf das Album eingegangen bin. Es ist, Cult of Fire machen das, was diese tschechischen Bands eine ein, so ein bisschen exotischer, ein bisschen mehr andere Einflüsse mit dem Black Metal reinbringen, ohne jemals den Black Metal zu verwässern. Und wir haben hier modernen Black Metal, zeitgemäßen Black Metal, nicht modern, aber zeitgemäßen Black Metal auf der einen Seite, viel klassischen Heavy Metal im Bereich der Riffs, im Bereich der Hooklines, im Bereich der Melodien. Und das verbindet man dadurch, dass sich die Band auch thematisch mit dem Album, auch mit so Hinduismus und so beschäftigt, mit sehr viel fernöstlicher Folklore, beziehungsweise nicht Folklore, sondern mehr Melodik. Also so fernöstliche Motive findest du in der Melodik und dadurch ergibt das sowas Exotisches, Eigenes. Und diese Heavy Metal Parts sorgen dafür, dass diese Songs schon irgendwo Hits sind, obwohl das knallharte Black Metal Songs sind, aber die bleiben, oh, die Melodien sind grandios, weil man die so nicht so gehört hat. Und Cult of Fire schaffen ist ein buntes, aber trotzdem finsteres Black Metal Album mit der Ascetic Meditation of Death zu liefern. Der Vorgänger ist gut, richtig gut, aber noch nicht brillant. Aber die Triumvirat, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall die Ascetic Meditation of Death ist für mich bisher der Nonplusultra. Ich muss auch gestehen, das aktuelle Doppelalbum, das müsste von diesem Jahr sein, ne? Habe ich noch nicht ganz gehört. Ich habe ein paar Songs schon bisher gehört, aber noch nicht ganz. Ich kam noch nicht dazu. Tut mir leid.
Aber, was wollte ich sagen? Aber wenn, bisher ist das Album ist grandios, es verbindet wie gesagt Black Metal, fernöstliche Exotik und hat ganz viel Heavy Metal drin. Und das ist ein kunterbuntes, schwarzes Album, ich kann es nur empfehlen. Und da merkt man wieder, wie großartig auch diese osteuropäische Black Metal-Szene Songs komponieren kann. Nicht nur, dass die gute Musik machen, sondern einfach, dass die Kompositionen an sich gut sind. Und ich weiß nicht, dieses Album, ja, die Asthenic Meditation of Death, strahlt einfach das aus, warum ich für meinen Teil die osteuropäische Black Metal-Szene mag. Es ist so dieses, wir nehmen das Alte und machen daraus was Neues, indem wir neue Einflüsse hinzufügen, aber trotzdem nicht die Ursprünge vergessen. Und dadurch entstehen solche tollen Alben wie die Satanic Meditation of Death oder noch zwei weitere Alben, die aus Osteuropa hier drinne sind. Ja. So, ja, möchte ich dann auch dazu nicht sagen, weil ich habe es im Update vorgestellt. Und da sage ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr zu dem Album, aber auch nicht mehr viel. Auf jeden Fall grandiose Band, grandioses Album. Platz 6 ist so eins der, kann man sagen, eins der verstörendsten Black Metal-Alben, was ich je gehört habe. Und es hat, es ist so krass und so kaputt und so eine beängstigende Atmosphäre, dass ich bei diesem Album echt Angst habe. Nicht Angst wie bei einem Horrorfilm, aber es kommt mir schon, läuft mir schon Bild. Manchmal stellen sich schon die Nackenhaare auf. Und gleichzeitig ist es auch mein absolutes Fave-Schweden-Album. Ne, ich habe jetzt nicht so den Bezug zu Sachen wie Dissection und Marduk. Hierzu habe ich einen größeren Bezug, weil ich es halt auch persönlich zu dem damaligen Zeitpunkt auch irgendwie kennengelernt habe, zu dem, als es rausgekommen ist. Und deswegen habe ich dazu einen stärkeren Bezug als zum Beispiel zu den 90er-Klassikern aus Schweden. Und deswegen ist das mein persönliches Fave-Album aus Schweden. Und es ist einfach so kaputt und so genial in seiner Atmosphäre. Es kommt einem Horrorfilm gleich, was da atmosphärisch abgeliefert wird. Und die Rede ist von Reverorum et Malacht und dem Album Urchaos. Urchaos verbindet, wie soll ich das sagen? Es verbindet ultra junge Emperor, aber wirklich ultra jung. Also noch vor der Insel Nightside Eclipse. Wir nehmen das in Lo-Fi, klatschen dazu Kirchenmusik, klatschen dazu richtig finsteren Ambient und klatschen dazu noch so Industrial Harsh Noise Parts, vermengen das und machen da so ordentlich Nebel drüber, damit man auch gar nicht weiß, wo was passiert. Also, du weißt nicht, ist das eine Gitarre oder so, aber es ist so gruselig und es hat so einen richtig heftigen Gruftcharme, so als ob du in so einer richtig finsteren Katakombe unterwegs bist und überall dich Schädel anstarren, du weißt nichts. Du weißt nicht, ob und du willst dich eigentlich nur noch einpissen. Das ist die Atmosphäre, die Reverorum Malacht auf ihrem Album Urchaos in den Katakomben vom Vatikan rumgeistern alleine. Und überall starren dich Schädel und so an und du weißt nicht, was dich da sonst noch so erwartet. Und in etwa dieses Feeling, wie gesagt, dass und der Gesang ist so kaputt. Zwischen hasserfüllten Gekeife und dieses Predigen, dieses hasserfüllte Predigen, als ob da so ein richtig fanatischer Prediger voll seine Messe hält und die aber komplett voller Hass ist. So ungefähr klingt der Gesang. Und was richtig krass an der Sache ist, die nähern sich der ganzen Thematik aus einer katholischen Sicht. Ja, muss man wirken lassen. Also diese Thematik Urchaos und sowas, sich so Bands wie Vatain, was haben wir noch? Die ganze Ancient Death Gruppen oder auch Dissection gewidmet haben, die machen das auch, aber halt aus einem katholischen Blickwinkel. Es ist so kaputt, das Album. Also, wer wirklich kaputte Musik hören will, muss sich mal mit der Band Reverorum im Aluach beschaffen, die beschäftigen die Mysteries Dom Christi, ja, das ist eine Anspielung auf den Mayhem-Titel, ist relativ normaler Black Metal,
Die Alben darauf sind, also ab der Ur-Chaos, die und die Alben danach, auch das Aktuelle, sind halt alle für sich durch. Ein Album ist mal ein bisschen mehr gitarrenlastiger, das andere ist mehr Ambient, aber die alle eint, dass die einfach von kranken Geistern erschaffen worden sind. Also so kommst, aus solcher Musik kommst du nicht, wenn du heil im Kopf bist. Machen wir es kurz. Auf jeden Fall die beste Verbindung aus kaputten Black Metal und kaputten Ambient, und das ist so kaputt und genial, die Atmosphäre. Ich habe noch nie ein Album gehabt, was so eine beängstigende Atmosphäre hat wie das. Everhoro mit Malach du Chaos. 5. 5 ist eine Band, die eigentlich relativ viel Geiles veröffentlicht hat, aber ich finde, erstens, weil das mein persönlicher Einstieg war in diesen Kosmos dieser Band, ist falsch, Projekt, in dieses Projekt. Und ich finde auch so im Nachhinein betrachtet, so wo ich dieses Projekt verstanden habe, ich habe relativ lange gebraucht, um das Projekt zu verstehen, ist das auch das Beste. Es ist beziehungsweise die Essenz von dem Ganzen. Und die Rede ist von Paisage d'Hiver und dem Album Das Tor, welches allein schon wegen dem Opener, der Offenbarung. Ich finde, Offenbarung ist die perfekte Paisage d'Hiver-Komposition. Wenn ich jemandem Paisage d'Hiver erklären will, wenn ich ihm zeigen will. Ich habe auch, damals dachte ich so, als ich das zum ersten Mal gehört habe, by the way, boah, was ist das für eine Scheiße? Ich habe das auch über beschissene Kopfhörer gehört und dachte so, WTF, was hört denn der Wolf Rüdiger da? Also hier, ne, der Redakteur von jetzt beim Die Forever und damals beim. Und ich dachte, was soll das sein? Aber ich wollte es verstehen, so, ne, vielleicht auch aus Provokation heraus und, ne, man will es verstehen, weil es Black Metal ist und so. Aber ich habe da richtig lange gebaut. Und erst über die Sachen wie Dark Space und so und auch die Kristall und Isa, weil die deutlich eingängig, nicht eingängiger, aber verständlicher ist, habe ich dann dieses Album verstanden. Ich habe das dann davon immer und immer wieder gehört und durch bessere Kopfhörer und auch eine Anlage und so, wo ich das dann durchgejagt habe, habe ich dieses Album verstanden. Und es ist für mich heute die Essenz dessen, was für mich Paisage d'Hiver ausmacht, weil es einfach das für mich persönlich von den Kompositionen, von dem, vom Sound, von der Atmosphäre her, einfach quasi das Nonstop Ultra in der Paisage d'Hiver Weltstadt darstellt. Klar, die neue ist auch top. Die kommt übrigens, na, die wird auf jeden Fall in meiner Top-Liste drin auftauchen, aber trotzdem, auch obwohl es das rausgekommen ist, das Tor war für mich der Einstieg und es ist bis heute für mich das Album, was ich auflege als erstes, wenn ich Bock habe auf die eiskalte Winterwelt des Herrn Winter. Und es gibt kein Projekt, was für mich den Winter quasi eins zu eins in Musik übersetzt. Das schafft kein anderes Projekt für mich. Also klar, es gibt kalte Alben und Immortal und so auch. Aber bei Sashi, wer schaffen es so diese Gegensätze? Das, was er auch in seinen Interviews immer sagt, diese Gegensätze von lebensfeindlich und du merkst trotzdem, dass da Leben ist. Du merkst, es ist kalt und schroff, aber schön. Es ist, du hast Schneestürme und Polarlichter. Du hast Tiere, die in Höhlen schlafen und wo quasi merkst, dass sie sich neue Energie aufladen und so. Und du hast draußen diese komplette Lebensleere, wenn überall nichts ist, außer Schnee und Kälte. Und diese Gegensätze, das ist das, was Paisage d'Hiver auf den Alben perfekt verbindet. Und wie gesagt, es gibt für mich kein Projekt, was das Thema Winter so perfekt ins Musikalische überträgt wie dieses. Und das Tor ist für mich das Beste und aber auch das, was auch am einfachsten zu konsumieren ist. Und das kann man einfach nicht mit Worten so wirklich beschreiben. Und ich habe auch relativ lange gebraucht. Aber ich bin glücklich, dass ich es verstanden habe. Ja. Platz 4 ist ein relativ aktuelles Album, aber ich habe das in dem Jahr so tot gehört. Nicht tot gehört, aber ich habe so oft gejunkt, dieses Album, weil ich das so genial fand von seiner Atmosphäre, vom Songwriting, von dem Gesang her und so. Und dieses Album war 2018 eins meiner meistgehörten Alben, beziehungsweise das meistgehörte Album. Wir gehen nach Norwegen, nach Trondheim.
Es hat so lange gedauert. Okay, ich habe das nicht so bewusst mitbekommen, dass das so lange gedauert hat. Aber andere haben da echt lange auf dieses Album gewartet. Und dann ist das so ein grandioses Album geworden. Und das ist die Ebony Tower von Mare. Und dieses Album ist, ich weiß nicht, es macht nichts Besonderes, aber, also, anders gesagt, es macht im Sinne von stilistisch nichts Besonderes. Ne? Wir haben hier voluminösen Black Metal, also im voluminösen Sinne von, dass du schon den Bass vernehmen kannst, also dass der Sound schon Richtung Death Metal schielt. Aber wir sind nur beim Sound. Es ist musikalisch kein Death Metal, aber der Sound, dieses voluminöse, dass der Bass auch präsent ist und so, das hat er schon vom Death Metal, aber die Musik ist Black Metal durch und durch. Der düster ist der, dieses, ja, eine Reise in die Nacht, nicht in ihrer Nacht, nicht in diesem romantischen Sinne, sondern schon im finsteren Sinne. Und dieser Mönchsgesang, also so ein bisschen mönchsähnlich, ist so genial. Es ist eine gespenstische Atmosphäre, nicht so krass wie Rerum im Allach. Nicht ganz so krass, aber trotzdem ist das irgendwie gespenstisch. Und es hat auch was wieder von finsteren Katakomben und so, aber auch nicht. Aber das sind so geile Riffs und so geile Songs. Und jedes Riff ist mir im Gedächtnis geblieben. Und die Mare, wie gesagt, die macht stilistisch überhaupt nichts Besonderes. Aber die Qualität ist so herausragend, dass man sagen muss, das Warten hat sich definitiv gelohnt. Und dieses Album hat einfach nur geniale Kompositionen und ist von vorne bis hinten grandios. Also Ebony Tower zeigt, warum Trondheim so eine beachtete Szene ist. Gerade dieses Album. Ja, klar, auch Sachen wie One Tail, One Head, Dötzengel hatten wir schon, aber auch Dötzengel oder auch Chaos Ritual. Waren die nicht aus Trondheim? Chaos Ritual? Und sowas. Aber die Mare ist quasi für mich das i-Tüpfelchen auf der Trondheim-Szene und ich finde die Ebony Tower richtig gut. Die könnten mal übrigens mal wieder neu pressen lassen, weil ist schon wieder hart im Preis. Also noch im zweistelligen Bereich, aber im höheren Bereich des zweistelligen. Und kommt noch diese, kam die schon raus dieses Jahr, die Demo Collection, die sollte ja nochmal, also die ist Fair Like Death, die war ja lange Zeit schwer vergriffen und eine Rarität, die wurde, sollte ja doch auch nochmal rauskommen, ich bin nicht drin. Ne? So, aber lass mal genug über Mare geredet sein. Kommen wir zu meinem zweitliebsten Polen Black Metal Album. Ist so genial, weil die doch, sie verbindet 3 Jahrzehnte Black Metal auf eine ganz eigene polnische Weise quasi. Sie verbinden Battery Riffing mit Demystrium Satanas Riffing und ja, den Wahnsinn und Hysterie einer Band wie Katharsis, Antaeos. Das alles wird in einem, das wird alles zusammen vermengt und dann noch ein bisschen Hexerei. So thematisch geht es um den Bilzenkraut und um die Wirkung von dem. Und voilà, wir sind bei Hembane von Cultus des Ghoulis. Dieses Album ist so ein kauzig, nicht kauzig, aber so ein merkwürdiges Album, weil man denkt sich so, das macht keinen Sinn, aber dann macht das doch Sinn und die Songs sind so, die Riffs sind perfekt. Wie gesagt, das ist so dieses Riffing zwischen Battery, die ersten Battery-Alben, also bevor sie episch wurden und dem Mystery Doom Satanas. Hysterie und dieses Aggression, Hass-Level ist mehr im neuen Jahrtausend zu verorten. Und dadurch verbindet sich viel und der Gesänger ist für mich auf einer Stufe mit dem Katharsis-Sänger, was den Gesang angeht. Genauso kaputt und genauso genial. Und Song, wie der zweite Song, das ist übrigens mein Favorite-Track von Kulte des Ghoules und Vintage Black Magic. Der quasi den Sound beschreibt, dieser Song Vintage Black Magic, weil der Sound von Cultus des Ghoules ist richtig vintage und ist deutlich knarziger als gewöhnlicher Black Metal. Wobei die
Die Hembane geht da noch. Also das Debüt ist da deutlich unproduzierter und es ist deutlich undergroundiger, deutlich roher, unbearbeiteter und die Hembane ist giftiger. Und ich persönlich favorisiere von allen Alben die Hembane, weil die besten Riffs hat und schon die knackigsten und prägnantesten Kompositionen. Wobei Kult of the Skool ist wieder so eine Band ist, wie viele Bands aus Polen, wo man einfach sagen muss, die schaffen es nicht, Schlechtes zu veröffentlichen. Man könnte sagen, die neue ist vielleicht jetzt nicht die beste, weil die quasi nach dem Doppel-Dreifach-Album Coven quasi mal wieder eine Besinnung auf die Alben davor war und dann vielleicht jetzt nichts Neues im Kult des Ghoules Kosmos geliefert hat. Aber sie ist nicht schlecht. Oder auch die Spectre Transylvania, die ja quasi mit so sicken Orgeln ist. Also Kult des Ghoules ist wieder so eine Band, brauchst du eigentlich alles. Aber die Hembane ist ein super Einstieg und zweitens ein, wie gesagt, beste Riffs, prägnanteste Songs und das hysterischste und giftigste Album von den Kult des Ghoules Alben, die es bisher gibt. Aber grundsätzlich ist jedes Album und jede Veröffentlichung von denen superb. Können wir so festhalten. Ja, und Platz 2. Endlich kommt die Band, worüber die ich schon zigmal erwähnt habe, weil so viele Bands und Alben, die dieses Jahrtausend entstanden sind, auf dieser Band quasi von dieser Band beeinflusst worden sind, dass man das Original einfach nicht A, nicht aus dieser Liste rauslassen kann und B, sie trotzdem noch, trotz all dieser Alben, die von ihnen beeinflusst sind, in einer ganz eigenen Liga spielen. Und man hätte relativ viele Alben von Deathspell Omega nehmen können, um das Kind jetzt mal zu nennen. Man hätte jedes Album aus dieser Trilogie nehmen können. Man hätte DC Monumentum nehmen können. Aber ich persönlich, für meinen Teil, finde die Fast Eater in Maledicti Aeternum am besten, weil sie dieses Album ist einfach, ich weiß nicht, das hat so ein antikes Feeling. Klar, die Musik ist modern und avantgardistisch, aber vom Feeling her muss sich das anfühlen, fühlt sich das an, als würdest du, ja, ich weiß, das klingt jetzt kitschig vielleicht oder irgendwie so, hä, was labert ihr? Aber es fühlt sich so an, als würde man das Kolosseum betreten oder vor den Pyramiden von Gizeh stehen, sowas. Und der, so fühlt sich das an. So ist Kompositionen wie A Call for the Lost, dieser Song, das ist sowas von. Ich weiß doch, wie ich mich damals immer erschrocken habe, als der Blast-Part angefangen hat. Aber dieser Song ist so. Da kommt dieser Blast-Part kommt komplett unvorbereitet in dich rein. Und das Erschreckendste ist ja nicht mal dieser abrupte Anfang nach diesem finsteren Intro, nach diesem obskuren Intro. Nein, das Erschreckendste an dem Song ist, wie dann mitten in diesem Wahnsinn auf einmal eine komplett nachvollziehbare Hookline drin auftaucht und die einfach komplett unerwartet in dich reinschlägt, dass da auf einmal eine Melodie drin ist in diesem avantgardistischen Black Metal. Sonst war das komplette Chaos, also kontrolliertes Chaos. Und dann auf einmal kommt inmitten in diesem Album eine Melodie und du denkst dir so, das ist jetzt nicht passiert. Und deswegen finde ich diesen Song so grandios und dieses Album ist einfach. Ich weiß nicht, Deathspell Omega haben nichts Schlechtes veröffentlicht. Man könnte den ersten Alben bis zu C Monumentum vorwerfen, dass die gewöhnlich sind, ja. Und es gibt Leute, die sagen, das wären die besseren Deathspell Omega Alben. Die Inquisition of Satan oder so. Und ich denke mir so, nein. Es war ganz einfach. Zu dem Zeitpunkt war Deathspell Omega eine Black Metal Band unter vielen, die es wie Sand am Meer gab. Überall gab es solche Black Metal Bands, so diesen 90er-Style führen, aber nicht ganz so einen kalten Norwegisch, sondern einfach so eine weiterführen, sage ich jetzt mal. Und ab der Sea Monumentum waren Deathspell Omega die Institution des avantgardistischen Black Metals und sind es noch heute. 2000. Ja, 2019 erschien ja das letzte Album, was ich auch richtig geil fand, aber
Ist nicht das beste Album, aber trotzdem noch eine 8,5 bis 9 bei mir in meiner Wertung. Und Despelmarga ist auch wieder so eine Band, die viel, viel, viel geiles Zeug veröffentlicht hat. Der beste Song mit Accord for the Lost von der Fast Eater, die mein persönliches Fave Despelmarga Album ist Absconditus Diabolus. Eine 25-minütige Wahnsinnkomposition, die quasi die Essenz von dem heutigen Despel Omega ist. Aber jedes Album, also was ab der C Monumentum ist für mich jedes Album unersetzlich. Sei es die C Monumentum, die Kenose, die Fast Eater, die mein persönlicher Fave ist, weil die Atmosphäre, dieses Antike, wie gesagt, dieses Antike, als ob man versucht hat, die griechische oder die römische Hochkultur ins Modern, in die 2000er zu übersetzen. In quasi das in einen avantgardistischen Black Metal Album zu übersetzen, vom Feeling her. Ne? Thematisch geht es um was ganz anderes, aber vom Feeling her. Oder halt die Parakletos, die andere favorisieren. Also ich kenne viele, die zum Beispiel die Parakletos vorne sehen. Die Sinner Here of Mortal Bones ist auch grandios, weil die komplett so komponiert wurde, dass man gar nicht komplett überfordert ist und trotzdem grandios ist. Oder ja, die neue. Also Despair Omega haben so viel Geniales veröffentlicht und die Fast Eater ist für mich das, was da nochmal drüber ist, über dem genialen Despair Omega Mindestniveau. Und ich finde dieses Album so grandios und ich kann das so oft hören und es ist lässt mich jedes Mal erstaunt wieder zurück. Und so, ja, ich glaube, da kann ich jetzt auch nichts mehr sagen. Und ich glaube, die Nummer 1, ganz im Ernst, jeder, der mich kennt, jeder, der weiß, was ich höre, jeder, der mich ein bisschen verfolgt hat, weiß, was jetzt hier kommt. Mein liebstes Polen-Black Metal-Album. Mein liebstes 2000er Metal-Album überhaupt, auch vom Black Metal los betrachtet. Eins meiner 5 Alben, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Ein Album, was ich so oft gehört habe wie kaum ein anderes. Exercises in Futility von Magua. Ich habe das Album so oft gehört und es wird nicht langweilig. Ich finde es so grandios. Und jedes Mal bin ich emotional hinterher geplättet. Und ich finde dieses Album von vorne bis in Darkside und M, also der Sänger, haben hier ihr Nonstop Ultra abgeliefert. Ja, die McWah-Fans streiten sich, ob die Wizards oder die. Kurzer Spoiler: McWah sind wieder einer der Bands, die nichts Schlechtes veröffentlicht haben, wo man alles braucht. Also wirklich jeden Scheiß, den die veröffentlichen. Ist jetzt nicht so viel, aber man braucht jeden Song, jede EP, weil alles ein gewisses Mindestniveau niemals unterschreitet. By the way, man braucht auch Kriegsmaschine, dem das Nebenprojekt. Beziehungsweise McWah war mal das Nebenprojekt, aber dann haben sich die Prioritäten verändert. Ja, was kann ich denn zu Exercises und Futility sagen, ohne einen Superlativen auszubrechen? Das geht nicht. Ich habe das Album damals erwartet, weil ich die Wizards zu Bad None kannte. Ich habe es mir damals runtergeladen, weil ich nicht wusste, wie ich da rankomme, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich habe das so oft gehört, immer auf dem Weg zur Schule und zurück. Öfters. Und ja. Songs wie der sechste oder der fünfte mit seinen unendlich genialen Drumparts. Ich glaube, ich kenne keinen Song, der so einen genialen Drumpart hat wie Exercises for Fertility 5. Die Hookline von Exercises for Fertility, dem zweiten Song. Der vierte Song, der so kurz ist, aber trotzdem alles beinhaltet, was ein genialer Song ausmacht. Und halt, wie gesagt, der sechste Song, der mich jedes Mal mit seiner Epik und Dramatik komplett überfährt und Exercises in Futility ist so ein Album, das werde ich in 10 Jahren genauso lieben wie jetzt und das werde ich in 10 Jahren noch so oft auflegen, wie ich es jetzt tue. Und ich finde dieses Album, ja, es klingt vielleicht komisch, aber für mich, also jeder hat das bestimmt und für mich ist es, wenn ich dieses Album höre, ein Stück weit auch, als würde ich in den Spiegel gucken. Nicht immer, ich bin nicht immer so drauf, aber wenn ich in meinen pessimistischeren und zynischeren Phasen unterwegs bin, dann fühlt es sich so an, wenn ich dieses Album höre, als würde ich ein Stück weit in den Spiegel schauen. Und allein deshalb ist
dieses Album grandios. Der Sound ist genial, die Musik ist genial, die Melodien, die Riffs, jedes Instrument für sich genommen ist genial und die Songs an sich wiederum, trotzdem. Und diese grandiosen Lyrics. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin schon ein kleiner McGrath-Fanboy, da verheimliche ich nichts. Und auch die Age of Excuse hat mich, die habe ich jetzt auch mittlerweile so oft gehört, aber die Exercises in Futility, da finde ich mich am meisten wieder. Und deswegen wird das, ja, nicht nur mein liebstes Black Metal-Album nach 2000 sein, sondern mittlerweile ist das mein absolutes Lieblings-Black Metal-Album. Einfach weil ich da am meisten von mir selber wiederfinden kann in dem Album. Und ich glaube, objektiv könnte ich auch noch andere Alben auf selbe Stelle tun. Was wie die Transylvanian Hunger zum Beispiel oder ein paar Burzum-Alben oder, aber oder, genau, aber emotional verbinde ich mit dem Album am meisten. Und das ist auch mein abschließendes Wort für dieses Special. Ich bedanke mich bei jedem, der zugeschaut hat und jeden Teil bis hierhin gesehen hat. Und ich freue mich auf Feedback und ich freue mich schon aufs nächste Special, was dann nächste Woche mit dem, ja, mit dem Top, mit der Topliste. Und es war mir echt eine Freude, das gemacht zu haben. Eigentlich hatte ich das gar nicht vor, aber durch diese Schnapsidee, man kennt es ja, ne? Man setzt sich was im Kopf und dann macht man es. Und das nächste Special kommt und Reviews. Ich weiß nicht, ob diese Woche noch ein Review kommt. Ich denke, ich hoffe es. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ich denke, es kommt diese Woche noch ein Review. Und bis dann würde ich sagen, ciao. Und danke nochmal für alle, die zugeschaut haben. Ciao.